Schnauze. Du putzt überhaupt nichts. Bei dir sieht's aus wie bei Hempelsen am Sofa. Hör schon mal, für mich langt's noch. Ich kann ja auch eine Siebenzimmerwohnung. Seit wann hast du eine Siebenzimmer? Seit die Nachbarin gestorben ist. Und da hast du die mit angemietet, oder wie? Nee. Ihr Kinder, die wohnen irgendwo in Amerika. Und sie war schon lang über 90. Die Kinder sind ja schon über 70. Und die interessiert überhaupt nicht, was mit der Wohnung passiert. Ey, wer bezahlt dann dort die Miete, Marie? Das geht doch noch von ihrem Dauerauftrag. Und was machst du mit zwei Küche und zwei Badezimmer vielleicht? Och, weißt du was, das ist wirklich toll. Und die hat ja auch noch Putzfrau. Sag bloß, die käme an. Ja, die käme an. Und dann putzt die bei dir mit? Nee, bei mir nicht. Nur bei ihr. Weil bei mir kann sie ja nicht rennen, da liegt ja noch die Nachbarin. Ich wundere mich schon lange über gar nichts mehr. Also ich komme schon viel rum. Wirklich, ich komme schon wirklich viel rum. Man muss sich im Alter fit halten. Und vor allen Dingen im Geiste. Man darf nicht daheim rumsitzen auf dem Sofa und nur Fernsehen gucken. Man muss sich schick anziehen, man muss unter die Leute gehen. Ich war zum Beispiel erst vor kurzem in Amerika. Was? Du warst schon in Amerika? Ja, ich war mit meiner Enkelin Lydia in New York. Und dann gleich in New York? Ja, im männlichen Teil von New York. Wo bitte schön ist das? In Manhattan. Wirklich viel gesehen. Wir waren auf dem Brotweg und im Zentralpark waren wir. Warst du auch am Hudson River? Wo? Am Hudson River. Nee, die Unterruhe. Aber ich war in der Oper, in der Mittwochstube. Die heißt Metropolitan Opera. Genau, da war man. Und da haben sie das Papier von Sevilla gegeben. Was haben die gegeben? Hier von Sevilla, das ist der Figaro und der Figaro ist der Friseur von Mozart. Der Mozart, der ist doch schon lange gestorben. Aber sein Friseur lebt noch.